Okay. Auf ins Gemetzel. Schon wieder falsche Seite. Das da. Final Map von Episode 1 von 2002. Doom Odyssey. Von irgendjemandem. Von dieser Welt. So, Lord, Lord. Paradox. Ja, herrlich Paradox hier. Oh, wir haben 35. Was? 35 Gegner in einer Map? Das sind aber ganz schön viele. Und Mann, Alter, warum nicht am Anfang geben? Warum immer jedes Mal diese Scheiß wieder? Ich hau ihm so die Kehle durchs Brei. Was? Einmal! Nicht einmal wie Menschen benehmen? Noch mehr? Gut, hier ist ein bisschen Munition. Okay, mir wird schwindelig. Ja, na, bleib schön weg. Bleib weg. Nein, du kommst jetzt nicht her. Ich bring dich sowas von um. Aha. Ich jetzt Versteckspiel hier. Okay. Okay. Okay, also hier braucht man gelb. Hier braucht man Kreisverkehr. Hier kommt man gar nicht rein. Ah, hier kommt man rein. Hä? Okay, wo ist denn jetzt hin? Ein Backpack. Brauchen wir gerade nicht. Na komm. Mann, ich fick deine Oma. Ach, wir haben noch nicht gespeichert. Ach, leck mich doch. Ist doch nicht wahr. Ah. Damn it. Danke. Warum? Geh weg von mir! Geh weg von mir! Oh, wir haben ja zweimal. Ha. Welche war jetzt die hier? Die. Okay. So, wie komme ich jetzt an den Schalter ohne... So, wie komme ich jetzt an den Schalter ohne das Ding damit zu nehmen? Hallo, klick doch, klick doch! Geht doch! Ja, geschafft! Ah, ich bin Champion! So, die ist noch zu, die ist auf. Schon wieder so ein... Ja, der sieht ein bisschen anders aus. Radimo! Oh! Oh! Also Munition gibt. Ja klar, ist ja auch Final Map. Da gibt es ja wieder ein paar starke Monster. Ein paar starke Gegner. Wobei ich sagen muss, also ich weiß nicht, wie es jetzt hier bei der Map ist, aber meistens sind ja die Endgegner von der ersten Episode relativ schwach. Das sind ja diese roten Vieh-Wovenche. Muss ich überlegen. Wir hatten ja diese roten Fischer bereits in der letzten Map gehabt. Das heißt also, jetzt könnten tatsächlich stärkere Gegner sein. Vielleicht sind die Gegner hier doch nicht so schwach. Und was passiert? Nein. Leck mich. Gut, wir brauchen hier noch den nächsten. Ich nehme ihn mal mit. Achso, der war Schlüssel. Klar, kommen wir nach hier. Ich bin aufgeregt. Uhu. Okay. Okay. Sehr gut jetzt. Einmal die Fresse halten. God damn it. Okay. Ah! Nein, nein! Wieso? Och, leck mich doch. Ich hasse es, wenn die Tür nicht mehr zugehen. Nicht mehr aufgehen. Ah. Also müssen wir die Tür aufhalten. Und jetzt hier gar nicht mehr rein. Alter, was ist denn hier los?
Ja, so. Achso, ja, wow. Hier gibt es keine Secrets. Okay. Hab mir gerade überlegt, ob es hier bei dem grünen vielleicht ein Secret gibt, aber da es in der Map allgemein keine Secrets gibt, gibt es da wahrscheinlich dann auch keine. Gut, jetzt können wir bloß das hier öffnen. Und oh Gott. Das ist ja Bullshit. Wir werden also direkt rein teleportiert. Wir kommen also hier nicht mal zurück. Das heißt, ich denke mich am besten jetzt schon mit Munition ein. So, dann nehmen wir noch das Backpack mit. Und dann auf in die Arbeit. Okay. Was rot ist. Hä? Ach, man kommt ja doch zurück. Nice. Cool. Das ändert natürlich einiges. Da brauche ich ja doch nicht viel Munition schon am Anfang mitnehmen. Aber wir haben immer noch keine rote Karte. Gott. Wir brauchen irgendwo eine rote Karte. Hä, wir haben noch die rote Karte schon wieder. Gott, nicht blöd. Wir haben sie doch. Okay. Das Ding ist auf jeden Fall zu klein für einen Cyberdemon. Also möchte ich hoffen, dass das kein Cyberdemon ist. Gott, für so viele Fässer. Okay, da oben ist niemand. Danke. Da ist etwas, wo garantiert Gegner rauskommen. Aber was muss ich jetzt hier machen? Ach da! Okay. Gut, das heißt also, ich nehme etwas Tisch mit und gucken, ob da auch noch was ist. Ja. Symmetrie muss gewahrt werden. Gut, heißt also Schalter drücken. Klingt einfach. Gucken wir auch mal, ob es so ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich will raus. Oh Gott, diese Donnerwelche. Ah, siehst du? Haha. Ey, das ist ein geiler Rückzugsort. Ist irgendwie nice. So, von was haben wir wie viel? Wir haben relativ viel von der Munition. Ich hasse mich so sehr. Wir haben relativ viel von der Munition. Und wir haben hiervon noch Munition. Das heißt also, ich werde mich hauptsächlich auf die beiden Waffen konzentrieren. Was macht er da hinten? Das Problem ist, von hier oben angreifen ist, doch von hier kann ich gut angreifen. Die halten mehr aus, als ich dachte. So, ist mir sicherer. Schau, jetzt heißt es wieder. Wir haben 300 Schuss. Wir haben hier einmal 100 und dann wird noch auf der anderen Seite, also hinter dem Portal, nochmal 500. Wir können also das Magazin einmal komplett leeren. Das ist nice. Dann werden wir nämlich genau das jetzt bei den roten Büchern nämlich machen. Gibt es hier noch mehr? Oh. Na genau, komm mal raus. Kann ich nicht besser. Noch eine? Oh! Wo kommen die denn jetzt her? Fuck!
Noch ein Teleporter. Noch ein Teleporter. Dann guck ich mal, ob man hier wird. Oh, du Scheiße! Nein, kann man nicht, man kann nicht zurück. Man kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Hilfe, was soll ich machen? Ach, schon wieder so ein Ente. Ja, jetzt komm mal. Wow. Okay, heißt also Munition einsammeln und dann ab in die nächste Map springen. Ich dachte, hier kommt noch ein stärkerer Gegner, weil die hier kann man schon in der letzten Map. Aber geirrt. Schade eigentlich. Okay, nein! Wow. Ah! Das ist lieb. So, haben wir auch noch irgendwo eine blaue, eine rote Perle? Doch, doch blaue. So, erstmal gucken, erstmal hier Munition einsammeln. Erstmal gucken, ob wir überhaupt noch hier alles ordentlich haben. Mhm. Ja. Okay. Ja. Aha. Ja. Ja. Haben wir nicht? Okay. Ja. Perfekt. Deine Mutter und dein Vater. Johnny. Sehr schön. Okay. Perfekt. So, wir haben alles, das heißt. Jetzt haben wir alles. So, das heißt. Ich guck immer noch, ob hier eine blaue Perle irgendwo rumliegt. Aber scheinbar doch nicht. Okay, das heißt. Wir können jetzt die Episode verlassen. Beziehungsweise, wir gehen erstmal zum offiziellen Teleporter, ne? Man weiß es ja, man kennt mich ja. Nicht wirklich, aber gut. So, wir gehen jetzt hier hin. So, bam, bam. Okay, jetzt müssen wir hier rausgehen und dann ab in die neue Welt. Geronimo, das heißt, Change Map Episode 2, Map 1. Ja, und damit, Quick Save over your game, name, Lalilu, ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu Episode 2, beziehungsweise erstmal Tschüss für Episode 1. Ne? Episode 2 gucken wir uns ja erst später an. Von daher, ciao mit V.